Moin und herzlich willkommen zurück zum Rollenspiel-Let's Play von Skyrim Anniversary Edition. Jo, wir sind hier noch in der Akademie, haben noch ein bisschen Alchemie betrieben, wollen wir noch mit einer reden. Ich weiß nicht, ob ich schon gehört. Würdet ihr sagen, die Schule der Wiederherstellung ist eine legitime Schule der Magie? Würdet ihr? Ja? Nein? Okay. Natürlich ist sie. Gut, gut. Natürlich bin ich nicht auf die Bestätigung durch andere angewiesen. Es gibt aber Individuen, und ich will keine Namen nennen, die dem widersprechen würden. Es kann einem das Leben erschweren, wenn die eigenen Kollegen die Forschung nicht anerkennen, die man betreibt. Ja, die ist ja kompliziert, also so hat den gesagt. Ihr werdet das wegen eurer Arbeit schlecht behandelt. Nun, nein, nicht wirklich. Nicht direkt, meine ich. Aber ich weiß, dass hinter meinem Rücken geredet wird. Gespräche verstummen, sobald ich einen Raum betrete. Ich weiß sehr wohl, was hier vor sich geht, und ich werde es mir nicht gefallen lassen. Das ist so fair. Ich möchte Wiederherstellungs... Ich lasse euch gerne an meinem Wissen teilhaben. Okay, ja. Sehr viel. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Ja, wir haben ja das letzte Mal auch angeschaut wegen den Büchern und so. Wir haben jetzt gerade ein Buch gewählt, das erstes, das sehr lang war. Die Entstehungsgeschichte von den Göttern von den Kheshids. Und ja, es ist natürlich ist die Frage, ob ich weiterhin Bücher vorlesen soll oder ob ihr die Bücher einfach anschauen, lesen wollt. Ich weiß nicht, es wird halt sehr selten gemacht. Also, gibt ja ist die Bücher selber. Dann wird es für mich einfach auch ein bisschen ja, einfach die Dauer, die ich brauche, um das Let's Play also jetzt wirklich schneller durchzumachen. Weil wir ja Rundspiel machen, brauchen wir schon einige Zeit. Und so. Einfach die Frage, ob wir da irgendwie schon ein bisschen wollen. So. Aber ich denke. Trinksaft. Also hier Wasser. Feuersalze brauchen wir. Ich hoffe, die Sachen werden wieder geboren, sonst... So, ich weiß es schon natürlich. Den. So, also. Jo. Gehen wir noch runter. Dann können wir uns auf den... mal... Skyrim... Weißlauf zu... Revis... Ihr könnt mich sehen? Verflixt! Ich war mir ziemlich sicher, dass ich unsichtbar bin. Oder wenigstens durchsichtig. Nein, da hat er das nicht. Sind die besten Illusionszauber? Oh je, das ist eine ziemlich schwierige Frage. Unterschätzt niemals die Fähigkeit, andere zu beeinflussen. Ob Freund oder Feind. Fast alle sind anfällig für Illusionszauber. Sie können den Verlauf einer Schlacht im Handumdrehen verändern. Es gibt außerdem Zauber, mit denen man Konflikte gänzlich vermeiden kann. Die Unsichtbarkeit ist schwer zu meistern, dafür aber außergewöhnlich nützlich. Okay, gibt es Akademieangelegenheiten? Es gibt da eine Sache, bei der eure Fertigkeiten von Nutzen sein könnten. Die zahlreichen Fokuspunkte magischer Energien um die Akademie herum sind verunreinigt und müssen gesäubert werden. Okay, das können wir machen. Gut,
Mit diesen speziell verzauberten Handschuhen könnt ihr direkt in den Fokuspunkten nach den Energien suchen. Geht zu jedem der Fokuspunkte und beseitigt alle Unreinheiten, die ihr dort findet. Okay. Bringt mir die Handschuhe wieder, wenn ihr fertig seid. Bitte lasst äußerste Vorsicht walten. Diese Prozedur kann unerwünschte Nachwirkungen haben. Wobei, braucht ihr... Reinigt die Fokuspunkte mit den Handschuhen. Kommt wieder zu mir, wenn ihr fertig seid. Ich dachte, ich hätte das unmissverständlich ausgedrückt. Nein. Gut, also, danke schön. Von ihr haben wir schon. Wenn ihr an einem Experiment arbeitet, räumt bitte hin. Dann muss ich hier auch machen. Von euch auf. Aktivieren magische mächtige Sehnsteine. So, in der anderen Halle ist noch eine. Hier auf dem Platz oder vor dem Tor ist noch eine. Ich weiß nicht, ob irgendwo auf dem Wall einer ist. Oder ganz am Anfang ist auch noch eine. Und eigentlich ganz am Anfang am anderen. Also gehen wir mal kurz zu der Brücke schauen. So, ja, ich möchte ja unbedingt noch bei ein paar Farmen vorbeigehen. Weiß es nicht, ob es jetzt wirklich auch schon schlau ist, den Wegen entlang zu gehen. Die leuchten wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe irgendwo bei der eine. Also wir wollen ja auch ein bisschen vorwärts machen. Ich möchte ja eben noch nicht so schnell hier diesem Grabmal gehen. Da sonst einfach die Gegner und die Wohnungen zu sind. Jetzt in diese Halle und dann gehen wir mal nach uns noch mehr. So, jetzt sind wir Stufe 2,5. Ja, einmal Chemie ist ja gut zu trainieren und für uns mag ich eigentlich, weil wir machen. Ah, schon fertig, nur 3. Ja gut. So. Haben wir noch etwas in der Winterfeste Akademie? Wir haben jetzt glaube ich noch nicht. Ja. Gibt es Akademie-Angelegenheiten? Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. Okay, ja. Ich bin bereit für ein paar. Also gut, hier. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Seht euch dort um, aber seid vorsichtig. Mach ich. Finde einen Exemplar von der Krieg des. Ich nehme eure Arbeit sehr ernst. Natürlich. Wäre dem nicht so, wären diese Bücher noch vor der dritten Ära verbrannt worden oder im Nichts verschwunden. Magier müssen immer wieder daran erinnert werden, sorgfältig mit dem Forschungsmaterial umzugehen. Gibt es spezielle Bücher nach den Krieg? Ja, gibt es tatsächlich. Sagt euch der Name Charidor etwas? Ein unglaublich mächtiger Zauberer aus der ersten Ära. Sein Wissen über die Magie haben bisher nur wenige erreicht. Er zog sich nach Labyrinthion zurück und widmete seine gesamte Zeit der Forschung und den Studien. Er schrieb mehr, als ihr es für möglich halten würdet. Seitdem wurden seine Schriften über ganz Himmelsrand zerstreut. Sie sind jedoch nutzlos,
wenn man sie nicht übersetzen kann. Ich bin einer der wenigen, die diese Fähigkeit besitzen. Ich habe Gerüchte gehört, dass weitere Teile seines Werkes aufgetaucht sind. Wenn ihr sie finden könnt, könnte sich das für alle als nützlich erweisen. Okay, gerne. Ich hätte jetzt nicht so gedacht, dass Orks so intelligent sein können. Aber. Bücher, Schriftrollen. Ich bin sicher, dass ihr etwas Nützliches finden werdet. Bücher, Schriftrollen. Ich bin sicher, dass ihr etwas Nützliches finden werdet. Wolle des Zombies erwecken. Alduin ist. Alduin war, glaube ich, betroffen. Töten oder getötet. Also scheinbar, ja, vielleicht fürst des Sandmarks. Sieht mich jetzt weniger. Kämpft wacker. Ich will ja auch bald noch ein Haus kaufen. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Mirabelle leistet wohl gute Arbeit als Hochmagier. Aber es gibt natürlich immer Platz für Verbesserungen. Das ist die Frage. Könnt ihr mir ein paar Ratschläge zu Zerstörungszaubern geben? Gewiss. Zerstörungszauber gibt es in verschiedenen Formen, die alle für verschiedene Zwecke zu gebrauchen sind. Konzentrationszauber sind schwächer, können aber sofort gewirkt werden. Praktisch, wenn man in der Klemme sitzt. Und kein solcher Verlust, wenn man einmal daneben trifft. Ihr müsst euch auch entscheiden, ob ihr euch nur auf eine einzige Art von Zaubern konzentrieren wollt. Eure Flammenzauber werden mächtiger, wenn ihr euch nur auf diese konzentriert. Aber damit seid ihr bei Gegnern, die gegen Feuer immun sind, in einer schwächeren Position. Was habt ihr zu verlieren? Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Beschwörungen? Ja, mir. Die wir im letzten Vater noch. Also da wieder. Lasst es mich wissen, falls ihr Hilfe bei Beschwörungstechniken benötigt. Und führt eure Beschwörungen bitte nur auf dem Gelände der Akademie durch. Die Leute sollen nicht auch noch durch Atronachen in Aufruhr versetzt werden, die durch die Stadt streifen. Das Beschwören von Untoten ist außerhalb der Akademie noch weniger ratsam. Beschwören von Untoten ist... Bei Sheon, nein. Diese veralteten Richtlinien starben mit der Magiergilde aus und fanden hier niemals Anwendung. Totenbeschwörung ist, wie jede andere Form der Magie auch, ein Werkzeug, das man einsetzen kann. Natürlich sehen Nicht-Magier das eventuell anders, also machen wir das nicht in der Öffentlichkeit. Na gut. Gibt es viele Beschwörer außerhalb der Akademie? Nicht innerhalb der Gesellschaft. Viele, die in der Schule der Beschwörung praktizieren, machen dies allein und im Verborgenen. Falion ist der einzige, den ich kenne, der damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Er war einst mein Lehrer, hat die Akademie aber vor Jahren verlassen. Weshalb hat Falion die Er mochte den Erzmagier nicht. Er hasst es, sich mit ihm abzugeben. Und er hasste es, ihm Rede und Antwort zu stehen. Falion hasste, was aus diesem Ort wurde. Daher ging er. Aaron fand eine Notiz auf seinem Schreibtisch, mehr nicht. Soweit ich weiß, ließ er sich in Jalmarsch nieder, was jedoch zu Problemen führte. Jalmarsch. Könnt ihr mir etwas... Ich bringe euch etwas von meinem Wissen bei, aber seid vorsichtig. 300 Zucker. Werft einen Blick darauf. Nein, nicht wieder Bug. Ihr wollt also muss unbedingt Sky UI bald meistern? Können auch beim Script Extended. Gar nicht. Feueratronachen 300. Will gerne oder Skelett die? Gerne. Okay. Also gut.
Sehr gut. Bücher wollen ich auch noch mal machen, zum Beispiel Geldle, Kopfgeld, Namen von Balgruuf, der alle fähigen Männer und Frauen von Weiß, Banditen im Lager, Stille Monde, belästigen, graben und wo ihr Anführer tötet, wer ihren Anführer tötet, wird. Dungeon drin. Ruhelose Kopfgeld. Befehl von Balgruuf, der alle fähigen und furchtlosen Männer und Frauen. Geißen auf der Straße, unweit von Zügelplantage werden. Wenn es gelingt, diese Geister dauerhaft zu vertreiben, erhält die Landrechte von Goldzügelplantage als Belohnung. Das wäre etwas für uns. Aber hoffentlich auch nicht in einem Dungeon. Uraxner. Buch. Weg des ersten Rates. Ort. Tieffenster. Tiefensturz. Ich habe Fenster. Vermisster Händler. Skelettdiener. Auf Befehl von Ulfric Sturmmantel alle tauglichen Männer und Frauen. Kaufmann mit dem Namen Gunther Frost verschwunden, hat einen frostigen Fuß bekommen. Zuletzt wurde er in der Nähe des Postens des Verräters gesehen. Jegliche Hinweise sind for life. Gut, dann schauen wir mal auf der Map. Praktisch Stolz von ohne Sa Stein von Natura ist es dieser da? Grenzer ist es okay. Wo ist denn diese Plantage? Kultur. Nördlicher Bruch. Ring, Abflusshöhen. Wo ist jetzt Tiefensturzhöhen? Sehr gut. Hier ist Dürtma. Auch noch etwas? Ist es da? Irgendwo müssen wir für die Akademie. Okay. Steht. Hier haben wir nochmals Park. Hier, Inisco. Es gibt nur wenige Orte, an denen man meiner Art von Arbeit ohne Furcht vor Verfolgung nachgehen kann. Dann also Wissen. Wisst ihr, es heißt, das Wissen an sich ist schon Belohnung genug. Ja, so ist es. Ich kann den Unterschied bereits spüren. Natürlich bin ich auch viel besser auf diese Dinge eingestimmt als die meisten anderen. Danke, ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Problem. Sehr gut. Handschuh. Was ist das jetzt? Ja. Ah, das ist die Rotbartoning-Quelle und das Saatal. Saatal. Ein Brief von Schokarts. Und Saatal. Suche die Schrei von Rie. Ah, okay. Winters Arendino. Ich mit dem Anfang Erdnis. Heißliche. Ist jetzt das, was wir jetzt haben? Mussten irgendwie, ich habe es leider können. Irgendwas mussten wir noch.
Ja, gut. Schade. Also, könnten wir, ja, wir gehen jetzt zu einem Bauernhof. Ich denke, wir haben nichts mehr zu machen hier. Und ich versuche mal, was ist denn für 16. Gehen wir mal kurz. Bin nämlich auch sehr müde, es ist 3 Uhr, da gilt. Ich will ja auch nicht ihn wecken dann oben. Dem Ja. Was das schon? Ah, jetzt. Vielleicht oben noch mal schauen, aber. Kann man mal atmen. Schauen, das ist ja auch nicht. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich hier. Treppen. Ah, komm. Da ist jemand. Ah. Die Wiederherstellung ist eine völlig legitime Schule der Magie. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Gerne. Fuck. Suche den an. Bis zum nächsten Mal. Der ist nicht. Ja. Brauchtet ihr etwas Besonderes? Ihr seid nun im Arkaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Okay. Stört mein Arkaneum. Und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Tja. Wie ich hoffen. Wird. Böse. Eine wirklich beeindruckte Bibliothek. Ein Magier ist nur so gut wie sein Wissen. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass so viel Wissen wie nur möglich verfügbar ist. Wir verwalten diese Sammlung nun schon seit der zweiten Ära. Seither kamen und gingen manche Bücher, doch die Sammlung ist größtenteils intakt. Okay, was habt ihr zu ver... Ich habe ein paar Dinge herumliegen, bei denen es sich nicht lohnt, sie in die Sammlung aufzunehmen. Ihr könnt sie durchsehen. Ja, das haben wir ja schon gemacht. So, jetzt können wir noch Also mal gut. kurz schauen, ob wir noch. Da, den müssen. Siege die Banditen versteckt es. An alle Fähigen. Eine Gruppe von Banditen hat das Beil der Herrschaft gegeben, dem das Königreich meiner Familie größten Wert ist. Dann feige nach ihm. Dann, das ist das letzte Mitglied der Grünkappenbande. Königin seit ihrer Geburt an. Wir haben erfahren, dass sie sich im Versteck verlorenen Messers erfahren, der Ritter der König stand, um den Beil zurückzuholen. Falls ich nicht überlebe, bitte ich euch, diese Banditen. Die Königin wird das Beil gerne in Imnem vermachen, den ihr längst meint. Stuttgart's Groß. Ja. Anders wird. Buch vom Geld haben. Abgeschlossen diesen Steckbrief für Grenzern. Findet Grenzern. Kopfgeld.
Angeblich dringen Stoßtrupps des Abgeschworenen entlang des Aralberges weiter nach Osten vor. Die Ankunft des Legaten Fassendil hat weitere Fälle verhindert. Doch Krähenzahn, die Anführerin der Abgeschworenen, konnte nicht gefangen. Nachdem Krähenzahn von ihren Leuten getrennt wurde, soll sie mit einer Beute im Gepäck die dieser gefährlichen Bedrohung ein Ende zu bereiten, soll derjenige, der Krähenzahn bringt, der gestohlene Beute behalten. Söldner wie die berüchtigte Schwertkämpfer Björn, Hermund, Windstreit, nicht sehen, obgleich er hinter dem Schatz her sein könnte, gibt es Befürchtungen, dass Krähenzahn ihn und Weiterkämpfe für einen sich schadet. Für den jährigen fähigen Krieg um Hilfe dieser Bedrohung. Sehr nice. Die chinesische Pfeile können. Forschungsnotizen zu Telekinese Pfeilen. Ah, das könnte so ein Creator-Update sein. Der, wo man Geld verdient. Also die Erschaffer verdienen Geld von Bethesda. Dieses Zauberbuch lehrt die Leser einzigartige Kunst des. Dies gewährt eine geringe Macht und das Herstellung des. Mit dem Pfeil verschossen wird er geschätzt der Leser erkennen, dass dieser sich nicht bewegt. Er verharrt unbeweglich, bis die geringe Macht der Telekinese gewirkt. Erst dann beginnt er seinen Flug. Nein, das könnte man nur eine bestimmte Anzahl an Pfeilen auf diese Art in der Luft. Er versucht mehr als 10 abzufeuern, wird diese stattdessen seinem Köcher wiederfinden. Solange sie aber in der Luft verharren, können die Pfeile mit Leichtigkeit wieder eingesteckt werden. Sobald diese Pfeile jedoch treffen, finden sie ihre magische Kraft nicht mehr wieder eingesammelt werden. Sie selbst magischer Natur sind, wirken sich Verzauberungen auf den Pfeilen, sie werden nicht auf sie an. Hey, es sind einfach so Ballen machen für die Gegner, also um die Ecke, die platzieren. Wenn der Gegner um die Ecke geht, können sie loslassen. Und danach treffen sie okay, hier gibt es ja. Schau hin, ob sie. Ich denke, hier. Ich glaube, das ist eine Quest, die man. Okay, dann gehen wir noch kurz auf die Mauer und dann gehen wir los. Aussicht. Hier hinten. Ja, scheiße. Ja, jetzt muss ich hier rüber. Komm, ich will. Ah, das ist. Ja. Gut. Ja, die Waschen kommen. Waschen. Manchmal. Sensibler machen. Gut, also wir könnten jetzt so langsam wirklich angegriffen werden von ein paar DLC-Gegnern. So das Schnellspeichern könnte ich eigentlich zwischen Parts auch. Hier um. Ich
Also. Ja, die Klippen wurden irgendwie von viel war. Viele denken auch, es sei Magie gewesen, aber. Ist der ausgebrochen? Ein Atemfell. Und dann. Und ziemlich harte Wellen gekriegt. Eigentlich muss ich ja jetzt nichts mehr machen, kaufen. Blaue Bergblume. Wir könnten eigentlich irgendwo noch die Sachen verkaufen. Vielleicht gehen wir mal noch bei Wilhelm vorbei. Könnten wir eigentlich machen. Nächsten Part dann Wilhelm. Auch von Windhelm gehen wir einfach zurück. Der Fuß nochmal, also hier von Westler. Fuß und haben den Kopf, aber ja, das ist da. Schau. Ja, Flammen. Favoriten ist. Gut, das ist jetzt wieder. Ja, so eine Skillung habe so eine Taste zu überlegen. Sollte auch öfters auf. Was so. Schauen. Ja. Meistens. Wölfe haben öfters Krankheiten. Wollte eigentlich zum Lager runter. Wolfspelz können wir gut. Okay, ziehen. Ich finde cool, wie die Hände auch so. Sie da passt einfach zum Feuerzauber. Ja, ich. Adept ist noch schwer. Oh, direkt. Dachte ich, müsste noch. Ein Skelett mit zwei goldenen. Hier gibt es, glaube ich, auch Säbelzahntiger, die sind. Ich hoffe nur, nicht einen. Wird das eigentlich gut gemacht haben und auch nicht. Sind. Durch. Speichern. Könnte ja jetzt so kommen. Mein Mod wird halt so, dass wirklich mal extrem schwer gehen. Öffnen sind auf diesen. Jetzt nicht direkt. Geheim ist es halt einfach so, dass man. Los, keine Pausen mehr. Wir müssen den Weg nach Einsamkeit finden. Warum gehen Was wir braucht ihr? Auf eine Hochzeit in so einem abgelegenen Winkel des Kaiserreichs? Ich habe euch gesagt, dass es sich um die Hochzeit von Vittoria Vicky handelt, einer Händlerin mit vielen Verbindungen zur ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Die Cousine des Kaisers, erinnert ihr euch? Hoffentlich stimmen diese Geschenke sie milde, sichern das Importgeschäft und verschaffen uns eine Audienz beim Kaiser. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ist jetzt ich hoffe, weg. Das waren alle. Seid vorsichtig. Ja, ja. Ich mit dem Feuer. Hey, du bist ja reingelaufen. Kann man die auch heilen? Ich habe, glaube ich, noch keinen Zauber. Spricht mit meinem Mann, wenn es sein muss. Belästigt mich nicht, Bauer. Ich habe eine lange Reise hinter mir und für diese Geschenke zu viel Geld bezahlt, um zu spät zu Vittorias Hochzeit zu kommen. Viel Spaß bei der Hochzeit. Natürlich von diesem Schein. Gerne.
wenn wir es bis dorthin schaffen. Also ich werde jetzt die nicht folgen, damit sie sterben müssen. Ich könnte da irgendwie... Das hier dort machen. Hier ist ein. Diese. Es sieht mir. Wir warten jetzt einfach bis kurz. Ja. Bisschen weg. Könnte. Na, die Wachen sind wahrscheinlich jetzt. Ich schon, aber. Doppelzahntiger. Bindet. Kann es schon sein, dass. Die dann stehen. Gut, wie viel können wir eigentlich? Ja, wir können. Rucksack heben. Okay, hier haben wir noch einen. Man sagt, Ulfrechts Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme. Er soll ihn einfach in Stücke geschrien haben. Lasst mich raten, jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Uch, blau, das ist... fest. Die grausenden Dorf. Kurz. Aber in Telm, ja. Das ist fast gleich. So, ich bin ja erst seit kurzem in Minskheim, ich kenne nur. Ja. Das ist sie, die ist irgendwie... Schert euch fort von mir, Himmelsrandgesindel. Höhle der Tod. Wieso ist sie böse jetzt? Keine Ahnung. Ich hoffe, die anderen sind weg. Lassen wir sie einfach weiter verlassen. Einfach selber zu. Irgendwie jetzt gerade am besten Moment. Genug, hier gäbe mich. Hier ist niemand. Oh. Du. Maik der Bühne. Maik wünscht euch alles Gute. Dankeschön, Maik. Etwas Seltsames passiert mit Khajiit, wenn sie in Himmelsrand ankommen. Hey, wieso? Warum üben Soldaten eigentlich mit Zielscheiben? Man lernt viel besser, wenn man echte Personen trifft. Hast du echte Personen, die einem abschießen? Maik hat gehört, dass die Einwohner von Himmelsrand besser aussehen als die in Sirodihil. Er kann dazu nicht viel sagen. Für ihn sind alle Leute schön. Jetzt etwas kurz außerhalb von dem Rollenspiel. Er meint damit der Vorgänger Oblivion, der in Sirodihil war, der kam, glaube ich, 2006 raus. Und der war natürlich nicht so schön. Deshalb sagt er, Cyrodiil sahen die Menschen noch nicht so schön aus. 2022, ein Jahr.
Puls 5 ist und um ihn des Golds 4. Maik hat genug geredet. Okay, ein komischer Mensch, ein komischer Kashyyyk. Weil so ein Easter Eggs, dann die Entwickler an die Versionen von Umspiel und so weiter. Aber den werden wir wahrscheinlich noch etwas sehen. Er ist eben so eine Art Person, die einfach irgendwelche Sachen sagen, die nicht gerade vom Spielinhalt sind, sondern einfach so ein bisschen drüber hinaus. Ist sozusagen ein Nied. Haben direkt zum Glück. Ach, das ich werde euer erbärmliches Leben beenden. Nur ein Kratzer. Ein bisschen stark. Hier drüben. Glaubt ihr, ihr habt eine Chance? So, der heilende Hand ist wahrscheinlich für andere. Taste. Zurück. Einfach Favorit geben. Bau. So. Machen wir mal auf die. Ihr seid jämmerlich. Ich werde euer erbärmliches Leben beenden. Okay, ich sollte vielleicht nicht Doppelkämpfe-Ding. Müssen Sie mal kurz abwimmen, wenn es geht. Jetzt schon. Ich werde euch mit Freuden töten. Rashid, kannst du mir helfen? Mike, bitte, Mike. Ich werde euer erbärmliches Leben beenden. Okay, kann doch nicht sein, dass die wer sind. Ich werde euch brennen sehen. Ich werde euch mit Freuden töten. Okay, die haben wir. Jetzt müssen wir leider noch. Kann ich das irgendwie kombinieren? Wir haben noch. Begreift ihr es nicht? Okay, jetzt weiter. Können ja beides machen. Nämlich. Gebe den arkanen Energie. Ja, es reicht. Oh, wir haben es geschafft. Gut, dafür haben wir einen Levelaufstieg, glaube ich, fast.
geholt. Eisendolch nehmen wir mit. Okay, 75% schneller, das könnte eigentlich. Kämpfen. 50%. Wir haben gar nichts an. Hä? Das ist meine Rüstung? Ah, hier. 50%. Ja, dann 25%. Ja. Schwarze Magieruppe. So. Dankeschön. War aber recht schwer. Ich sehe meine. Jo, wir haben uns ein bisschen zu fest reingewagt. Gut, wir haben ja irgendwelche Pelzstiefel. Schauen wir mal noch kurz. Nichts. Leichte Stiefel. Die können wir verkaufen. Die haben 7 drin. Pelzstiefel haben. Ja, dann können wir die Pelzstiefel kaufen. Können ja momentan nicht so. Sehr gut. Also es lohnt sich schon, sehr schnell Regeneration zu haben. Wenn wir irgendwas haben mit weniger Beschwörungskosten. Irgendwas mit weniger Beschwörungs. Okay, dann nehmen wir die. Ja, reicht dann einfach immer wieder. Hauptmannsquartier. Okay, wir haben die Festung 40. Festung Caster. Haben wir eigentlich oberflächlich dasselbe? Könnten wir eigentlich noch. Ich will jetzt so schnell wie möglich genügend Heiltränke. Haben wir ein Level. Fehlt noch ein. Ich kann. Ach der. Irgendwas habe ich für. Aber nur so ein bisschen am Augen. Gut, das werde ich mir im letzten Video natürlich. Ich dachte schon. Das ist leider ein bisschen unscharf. Okay, jetzt haben wir ein Level. Ja. Neue Stufe. Auch wieder Magiker natürlich. Eine Heilung. Daher. Hier nochmals. Doppelte Zerstörungszauber. Liebe ist Doppelding, aber es kommt. Gefängnis.
direkt. Wem werde ich? Ja, ich schon. Okay. Lieber nicht. Okay, da haben wir noch. Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Ihr mischt euch in Angelegenheiten des Kaiserreichs ein. Schert euch davon. Ja, sorry. Ich wollte mal kurz schauen, wie der heißt. Ah. Oder zuerst mit der kaiserlichen Wache reden und geh lieber weg. Vielleicht ist das irgendwie etwas zum Angreifen. Mantel beten. Aber wir sind auf der Seite des Kaiserreichs, gleich eben. Und vielleicht können wir bald irgendwann mal zurückgehen nach. Aber es wird wahrscheinlich noch einige Zeit. Scheinbar. Kompliziert. Werden wir wieder in einen Wagen gesteckt. Achtet. Nein! Was mache ich denn? Okay. Sehr gut. Ein Eisendolch und 20. Noch also einzelnen Banditen, wenn der Bandit geht vom Liegen, fühle mich noch viel Vertrauen zu überleben. Ich habe hier Tochter. Ja, ein paar Sachen sind. Aber das hilft mir ja auch ein bisschen. Das ist. Also wollen wir noch Mintame rund. Hey, könnte auch blitzeffektiv sein. So, Besen. Besen. Sorry, Leute. Ich habe sehr viel gegen möchte. Eine Spitze. Jetzt hast du es. So, Laterne haben wir. Angelzugehör möchte jetzt. Angasmü. Harry. Wenn ihr zu den Männern des Jarl gehört, ihr kriegt euer Holz schon. Angas Mühle bleibt nie etwas schuldig. Den Männern des Jarl. Entschuldigt. Ich dachte, Skald der Ältere hätte euch geschickt. Wir haben einen Auftrag auszuführen und er ist nicht gerade für seine Geduld bekannt. Hört mal, falls ihr demnächst nach Dämmerstern aufbrecht, könntet ihr dem Jarl dann diese Botschaft überbringen? Sagt ihm Bescheid, dass er sein Holz bekommen wird. Stern, okay. Ja, ich würde. Danke. Ihr habt also hier die Leitung. In der Tat. Mein Vater hat sie mir hinterlassen. Er starb im großen Krieg gegen die Elfen.
Es ist mir egal, was draußen in der Welt geschieht. Rebellion, erwachende Drachen. Ich habe mit der Mühle schon genug Sorgen. Ich suche nach Arbeit. Wenn ihr eine Axt besitzt, könnt ihr euch Gold verdienen, indem ihr Holz hackt. Bringt mir so viel, wie ihr nur hacken könnt. Machen wir kurz im nächsten Part. Dankeschön fürs Auf Wiedersehen. Sehen. Und Spaß noch mit anderen Dingen. Ich hoffe, es hat. Ja, gerne dabei bleiben. Viel Spaß noch. Tschüss.